Also Instagram und Co. wird immer mehr. Content dafür zu erstellen wird auch immer wichtiger. Aber wenn es ein bisschen cooler aussehen soll oder ihr ein Video erstellt, dann ist es natürlich mal mit ein bisschen Aufwand verbunden. Und deswegen möchte ich euch heute zeigen, wie man zum Beispiel sowas hier mit After Effects erstellen kann. Und zwar super schnell. Wir sind hier in After Effects und ihr habt schon gesehen, es sind ein paar animierte Geschichten hier mit drin und das muss nicht viel Mühe machen, wie man sowas erstellen kann. Wenn man sich ein bisschen mit After Effects auskennt, dann kann man das mit dem Animation Composer Plugin, das habe ich ja schon mal vorgestellt, das ist jetzt hier installiert bei mir in After Effects, relativ schnell machen. Und wir werden jetzt einfach sowas hier in der Art einfach mal nacherstellen, damit ihr mal seht, wie schnell es eigentlich geht. Und der Vorteil im Gegensatz, wenn man das jetzt hier mit Premiere machen würde, auch in Premiere gibt es übrigens Vorlagen, um Text animieren zu lassen, aber es gibt da so ein paar Probleme und ich habe herausgefunden, dass es in After Effects einfach besser geht. Jedenfalls werden wir uns das jetzt mal anschauen, wie wir sowas hier schnell erstellen können. Wir bauen das jetzt einfach mal nach und ich zeige euch mal, wie ich das jetzt mit Hilfe des Animation Composers Plugins, welches übrigens in der Grundversion auch kostenlos ist und da sind auch schon ein paar coole Presets für Bewegungen von Ebenen und Text mit drin, also schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ich habe mir hier auch dieses Vorlagenpaket gekauft, da ich relativ häufig irgendwie so ein Content erstelle und da hat man einfach dann viele Vorlagen drin und kann super schnell arbeiten. Also fangen wir mal an, ich habe hier eine leere Komposition, ich habe hier natürlich selbstverständlich, was heißt selbstverständlich, aber für Instagram jetzt hier eine rechteckige, eine quadratische Komposition, also beide Seiten gleich lang. Wenn wir das jetzt für Instagram Stories machen wollten, dann würden wir jetzt hier zum Beispiel Full HD nehmen, aber umgedreht, also hochkant, also 1080 Breite, 1920 Höhe, aber okay. Und dann machen wir das Ganze mal hier nach, was wir eben erstellt haben. Ich ziehe mir das Hintergrundbild ran. Über die Taste S werde ich das jetzt hier mal ein bisschen kleiner skalieren, dass es hier so ungefähr reinpasst. Und so hatte ich das in dem Beispiel eben. Was haben wir dann gemacht? Das Ganze wird eingeblendet. Das Bild und das können wir schon über ein Preset hier machen und zwar zum Beispiel hier, schau mal gerade welches Preset ich hier genommen hatte im Beispiel, okay, dann gehen wir einfach hier auf unsere Ebene, markieren die und jetzt hier im Animation Composer, sagen wir mal hier unter 2D Layer Transformations Blur and Fade, da war es glaube ich hier, ist im Prinzip auch egal, wir sehen eine Vorschau immer. Nehmen wir mal dies, ist ja im Prinzip auch egal. Und dann wählen wir den Effekt aus, klicken hier, was wir animieren möchten. Wichtig, die Ebene muss markiert sein, wie gesagt. Und dann sagen wir Animate In, es soll ja für den In-Point sein. Und dann sagen wir Apply. Und jetzt wurde das hier zu der Ebene hinzugefügt. Und das Ganze funktioniert soweit schon mal. Gut, jetzt brauchen wir hier natürlich noch eine neue Farbfläche im Hintergrund. Nenne ich einfach mal BG für Background. Machen wir weiß und dann packen wir das in Hintergrund. Dann haben wir das auch schon mal. Und jetzt hätten wir schon mal den ersten Schritt hier. Und dann hatten wir im Beispiel hier diesen Text eingeblendet hier. Neues Nikon Review auf unserem Kanal. Das machen wir jetzt auch mal hier. Textwerkzeug schreiben wir. Okay. Dann hatte ich das hier vom Absatz her zentriert. Dann machen wir das ein bisschen größer. Bei gedrückter Command-Taste und Doppelklick auf das Ankerpunkt-Werkzeug haben wir den Ankerpunkt hier auch gleich zentriert. Jetzt mache ich das mal größer hier. Aber die obere Zeile etwas kleiner, gefällt mir auch ganz gut. Na, jetzt hatte ich das natürlich alles groß geschrieben. Na, kann man machen, wie man will. Geht ja hier nur ums Beispiel. Sagen wir mal so, dann werde ich das noch hier mittig ausrichten. Und jetzt habe ich das schon mal. Jetzt schaue ich mir noch mal an, welches Preset ich da eben verwendet hatte. Ich zeige es euch gleich, wie es gemacht wird. Hm.
Ich meine, man kann auch die Presets kopieren. Schauen wir mal. Ja, das geht auch. Ja, alle geht nicht. Ich habe die ganze Ebene da rein kopiert. Das wollte ich natürlich nicht machen. Okay. Ich zeige es euch nochmal so. Wir werden jetzt hier auch so ein Preset hinzufügen. Ich werde noch diesen Abstand hier einmal ein bisschen verändern. Und jetzt werden wir auch hier ein Preset für einfügen. Und zwar sagen wir mal hier 2D Layer und dann nehmen wir nämlich Position und Rotation hier. Also Position und Drehung. Zum Beispiel das hier. Kann man auch noch sagen, von wo das Ganze kommen soll. Na, wir können auch das von oben kommen lassen, würde auch gehen. Ich kann es ja mal hier einfügen. Und jetzt kommt das Ganze dann von oben. Ein bisschen verschieben wir die Ebene noch, damit es später einsetzt. So. Sagen wir mal so. Wir können auch die Länge der Animation noch verändern, indem wir hier einfach diesen Marker verschieben. Sagen wir mal, wir machen das so. Linien hatten wir noch eben in dem Beispiel hier mit drin am Anfang. Das sind auch Precoms, die quasi schon in dem Paket mit drin sind. Und ihr könnt euch halt auch noch weitere dazu kaufen. Ist ganz praktisch, weil man sie auch anpassen kann. Ich zeige euch das ganz kurz hier. Wir haben hier noch Precoms. Das ist ein Ordnerbereich hier. Und da sind zum Beispiel auch Formen drin. Feste Zeit. Es gibt auch welche, die kann man dann noch anpassen. Hier sind Linien. Und da war es dann, glaube ich, gleich das erste hier. Dann können wir auf Add klicken, dann wird das hinzugefügt. Und jetzt kommen die Linien hier schon rein. Wir können dann selbstverständlich die Ebene verschieben. Wir können auch hier wieder die Farben anpassen. Ich zeige das jetzt einfach nur mal beispielhaft. Und dann wäre das auch schon drin. Und wir können natürlich auch über R oder über das Rotationswerkzeug die Ebene ganz normal anpassen, wenn das irgendwie ein bisschen quer kommen soll oder so. Also ich denke, ihr seht, was funktioniert. Ich kopiere, ich dupliziere die Ebene jetzt mal hier mit Command D. Und jetzt werde ich mal beide markieren. Und wir können auch, das ist gerade vorteilhaft, wenn man jetzt viele Ebenen hat, das Ganze verschieben, also ein Offset einbauen. Und das müssen wir nicht von Hand machen, indem wir hier irgendwie zu der einen Ebene gehen und dann mit der Command- und Pfeiltaste nach rechts irgendwie und dann eine Ebene manuell von Hand verschieben und so. Das wäre sehr aufwendig, gerade wenn wir viele hätten. Nein. Wir können den Offset auch so machen, indem wir beide Ebenen markieren. Dann gehen wir hier beim Animation Composer auf More Tools. Da haben wir dann noch den Transition Shifter. Und was wir jetzt machen können, ist, wir können sagen, ich lasse alles voreingestellt und ich möchte jetzt um 3 Frames das Ganze verschieben. Und ihr seht, das hat er gemacht, also ohne dass ich jetzt hier irgendwie aktiv werden musste. Und ich verschiebe mal die eine Ebene ein bisschen nach unten, damit ihr seht, dass es jetzt verschoben wurde. Na, ich mach's mit den Pfeiltasten. Na, ihr seht, es ist jetzt ein kleiner Offset drin. Das eine kommt ein bisschen später, dadurch, dass es jetzt in der Timeline verschoben ist. Gut, die lösche ich mal wieder, weil das gefällt mir jetzt hier nicht so. Dann kann man noch einen Outpoint definieren, wo das Ganze wieder rausgehen soll. Und zwar sage ich jetzt als erstes mal, dass die Ebene hier mit dem Text bis hier laufen soll. Dann markiere ich sie. Und mit Alt-Ä werde ich den Outpoint hier definieren. Das heißt, hier endet die Ebene. Aber jetzt werde ich mir hier eine Animation für die Rausbewegung hier reinmachen. Ich kann auch nur Position zum Beispiel nehmen, was auch immer. Und dann sage ich hier eben Animate Out, dann Apply zur ausgewählten Ebene. Und dann hat er das gemacht. Und dann seht ihr das. Ich kann auch die Dauer dieser Ausgangsanimation hier verkürzen, indem ich den Marker hier für Transition In, oh Entschuldigung, Transition Out muss ich. Er hat das jetzt so weit nach links gepackt, weil die normalerweise so lange dauert. Aber da die ja benannt sind, ist das eigentlich relativ einfach zu sehen. Und das gefällt mir zum Beispiel hier nicht so gut. Das kann ich wieder entfernen. Wenn ich meine Ebene noch markiert habe, gehe ich einfach bei Out Transition auf Remove, wähle mir eine andere aus hier, was mir halt gefällt. Schauen wir mal. Position und Rotate zum Beispiel. Bounce ist nicht so schön. Na, nehmen wir das doch mal. Und zwar nach rechts, Out, Apply. So zum Beispiel, ne? Und dann hatten wir noch so einen Übergang drin zum Schluss.
Die gibt es ja auch schon voreingestellt. Gehen wir einfach wieder auf Precoms. Und dann auf, was war das genau? Shape Transitions, genau. Da sind welche drin, hier zum Beispiel mit drei Farben, die füge ich jetzt hinzu. Jetzt ihr seht, das Ganze geht raus. Und ab hier möchte ich, dass dann meine Transition stattfindet. Und unter der Transition habe ich dann einfach einen Text gelegt. Schreibe jetzt einfach mal irgendwas, ihr seht ja, das Prinzip ist klar. Jetzt werde ich das noch einmal ausrichten. Und ich werde auch sagen, dass die Textebene erst ab hier sichtbar sein soll. Also markiere ich mir die Textebene und setze den Endpoint der Ebene mit Alt und Ö erst ab hier. Und ich setze sie von der Hierarchie unter diesen Übergang. Und auch mein Hintergrundbild werde ich dann ausblenden. Den Outpoint setze ich auch an der Ebene. Das ist ja hier eine Stelle, wo das Ganze sowieso hier von der Ebene verdeckt wird. Deswegen wird man das nicht sehen. Und wenn wir das jetzt abspielen, kommt hier der Übergang. Danach habt ihr das. Im Prinzip wäre das schon fertig. Und ich hatte im Beispiel den Text noch so ein bisschen ausgefadet. Das kann man auch machen. Wir nehmen den Text, sagen, bis hier soll das Ganze laufen. Alt-R, der Outpoint für die Ebene. Und dann nehmen wir da wieder ein Preset für, zum Beispiel Blur and Fade. Und dann machen wir das als Out. Die Animation, machen Apply und dann ist das Ganze hier drin. Können dann auch wieder, wie gesagt, die Dauer verändern und dann wird das Ganze hier so ausgeblendet. Und das war es im Prinzip schon. Und wenn man sich da ein bisschen eingespielt hat in das Ganze, dann seht ihr, kann man da super schnell tolle Sachen machen, was hier gerade für Instagram oder auch, ja, kann auch für Facebook mal interessanter sein. Video wird ja sowieso auf Facebook bevorzugt behandelt von Facebook. Und wenn ihr dann sowas damit mal erstellt, sieht das natürlich oftmals ein bisschen schöner aus. Also eine Ankündigung oder ein Event, was bald stattfindet, ein neues Produkt, was auch immer, könnt ihr dann auf diese Weise mal reinstellen, anstatt einfach nur mit einem simplen Foto. Sowieso, wenn man das jetzt einfach nur als Bild reinstellen würde, wirkt immer ein bisschen interessanter und wie gesagt, wird auch bevorzugt behandelt, zum Beispiel auf Facebook. Ja, ich hoffe, das hat euch geholfen. Probiert mal ein bisschen aus damit, gerade da das Basis-Plugin ja kostenlos ist. Ich würde sagen, probiert's aus. Viel Spaß damit. Und wenn ihr noch Fragen habt, einfach unten in die Kommentare. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.